PlayStation. Dieses Logo hat man wahrscheinlich schon ewig nicht mehr gesehen, nicht wahr? Hallo und willkommen zu meinem nächsten Projekt. Wir haben vor kurzem erst Okami beendet, auch vor nicht allzu langer Zeit Tales of Symphonia und auch Metal Gear Solid Peace Walker, aber es wird Zeit für ein weiteres Turn-Based RPG. Eins aus einer meiner, wenn nicht sogar meiner liebsten Videospielreihe. Ihr seht es schon im Titel. Und es ist ein RPG, welches Wellen geschlagen hat, als es released wurde und selbst bis heute noch für die meisten Leute das Beste der Serie ist. Ja, das gute alte Squaresoft. Es ist Zeit für klassisch Final Fantasy 7. Ein Spiel, was ich ewig vor mir hergeschoben habe und nun endlich dazu komme, es auch zu Let's Playen. Den letzten Titel, den wir aus der Reihe ja gemacht hatten, war Final Fantasy VI. Und für diejenigen, die vielleicht neu auf meinem Kanal sind, ja, Final Fantasy VI habe ich gemacht. Ansonsten noch Final Fantasy I, Final Fantasy X und Final Fantasy XIII. Falls also da irgendwie ein interessanter Titel für euch dabei ist, könnt ihr da natürlich gerne mal reinschauen. Ansonsten, bevor es überhaupt losgeht, so ein paar Basics, die ich vielleicht noch schnell erwähnen kann. Erstens, wir nehmen das von der PS3 auf, weshalb ich hier auch kurz schauen muss, dass mein Controller eben im Analogmodus ist. Das stellt sich nämlich jedes Mal, wenn ihr die PS3 bzw. ein PS1-Spiel über die PS1 spielt, um. Ansonsten nur gucken, ob Glätten ist ein. Ja, ohne Glätten sieht es nicht so schön aus. Also diese Standardglätten, ich kann es nur empfehlen für die Leute, die über die PS3 spielen. Und ich meine, es gibt auch eine Version über die PS4. Aber weil ich es eh schon für die PS3 hatte, dachte ich, spielen wir es doch einfach von hier. Ich denke mal, Partlänge wird doch ungefähr 20 Minuten von mir angestrebt, normalerweise ein bisschen drunter, also kürzer als bei Okami, damit wir da, ja, ganz in Ruhe machen können. Projekt sollte, wenn es gut läuft, Montag bis Freitag jeden Tag ein Part kommen, das heißt, wir sollten eigentlich ganz zügig vorankommen. Aber ja, es ist das erste Final Fantasy gewesen, was für die PS1 released wurde, auch das erste, was überhaupt nach Europa gekommen ist, war schon ein bisschen seltsam da zu hören, hey, Final Fantasy 7, aber gut. Genug Intro. Ach Moment, kann ich echt nicht im Analogmodus spielen? Muss ich echt im... Ja, ich muss tatsächlich echt im Digitalmodus spielen. Okay, das ist zu lange her. Mein Testrun ist zu lange her. Aber gut zu wissen, Analogsticks ist also nicht. Das ist nicht so wild. Jedenfalls, wir machen ein neues Spiel. Ja, nicht vergessen, in dem Spiel bestätigt ihr mit Kreis. Darf man nicht vergessen, es war das erste Final Fantasy, ne? Für Europa. Hat man also viel aus Japan übernommen, so wie es bei Metal Gear Solid war. War dann schon komisch, dass sie es für Metal Gear Solid 3 verändert haben. Aber ja. Ich habe übrigens auch vor, alle Charaktere zu holen, alle Sidequests zu machen, alle optionalen Bosse zu zeigen. Nicht unbedingt alle Items, weil da einiges zu lange dauern würde und bis man sie hätte, einfach viel zu viel Zeit vergeht. Das lohnt sich einfach vorne und hinten nicht. Und ich werde kein Grinding machen. Ausnahme wird sein, wenn ich hin und wieder tatsächlich Geld brauche und wahrscheinlich auch für die Limit Breaks, damit ich die alle zeigen kann. Also vorausgesetzt, ich zeige alle Limit Breaks, wird Grinding wahrscheinlich unvermeidbar sein. Aber gut. Und wer bist denn du? Sieht ein bisschen grün aus, mit elfenartigen Ohren, aber hey. Könnte es fast aus dem Zelda-Universum stammen. Ne, überlegt mal, das war das, nachdem Final Fantasy VI kam, ja, von 16-Bit, ist Squaresoft dann auf diesen Zug hier aufgesprungen, ja. Und yeah, schaut mal, Fahrzeuge. Eine relativ moderne Stadt, ne? Das ist tatsächlich das erste Final Fantasy, welches eben in der modernen gespielt hat. Final Fantasy 8 und 13 sind zwar auch moderne Final Fantasies in dem Sinne, aber die kamen eben erst nach 7, logischerweise. Oh yeah. Ihr seht schon 1997. Ich hoffe, ich werde hier einen schönen Filter ein bisschen drüber packen, dass es noch ein bisschen schärfer aussieht. Denn die Zeit hat ganz schön an dem Spiel gezerrt. Aber hey, wie sehr denn tatsächlich? Oh, was war das? Und ich denke mal, einige Leute werden schon ganz schön gehypt sein auf den Remake, wenn er dann irgendwann mal kommt. Aber das ist auch ein Grund, warum ich jetzt lieber Final Fantasy 7 anstatt zum Beispiel Final Fantasy 3 oder 4 genommen habe. Einfach damit ich es Let's Played habe, bevor das Remake überhaupt da ist. Aber gut, let's go. Und ich habe hier so ein anderes Final Fantasy im Kopf, wenn ich hier dieses Intro sehe. Ich kann nicht ganz mit dem Finger drauf zeigen.
aber Zug und Kämpfen? Das kann kein Zufall sein, oder? Ah, Sass, bist das du? Ist ja ganz schön fett geworden, ey. Hey, hey. Neuer, folge mir. Alles klar. Na dann hinterher, aber bevor wir das machen, erstmal können wir hier mit dieser Garde reden und einen Trank holen. Interessanterweise können wir zweimal mit dieser Garde reden oder auch mit der da hinten steht. Ganz egal, bekommt ihr zwei Tränke. Na, was wollt ihr denn? Battle Time. Oh yeah. Ex-Soldat. Das ist ein geiler Name, ne? Jedenfalls nur ganz kurz, wie ihr schon sehen könnt, wir haben hier wieder mal HP, MP, dann Limit, was eben unser Limit Break Bar ist. Oder die Limit Break Gauge. Wenn wir die füllen, können wir eben bestimmte Spezialattacken einsetzen. Ähnlich wie es in Final Fantasy X mit Extase war. Und dann haben wir halt die Zeit, welche sich füllt. Und sobald sie voll ist, können wir einen Angriff durchführen. Zum Beispiel Blitz. Oh, 4 Damage. Oh mein Gott. Pass bloß auf hier. Mein kleiner Exodat. Zeig mal, was eine Hake ist. Ja, bam. 84. Ja, das sind nicht wirklich die stärksten. Man wird sich natürlich fragen, warum eine Maschinenpistole gerade mal 4 Damage macht, während ein Schwert 38 zieht. Aber hey, mein Schwert ist aus Titanium und du schießt nun mal mit Pappebällchen. Who knows? Who cares? Aber ja, interessanterweise ist das auch ein Final Fantasy, wo wir im Kampf völlig anders aussehen als im tatsächlichen Gameplay hier, ne? Was wahrscheinlich daran liegt, dass das Spiel eben original nicht für die PlayStation gedacht war, sondern für den Nintendo 64 und da vielleicht andere Charaktermodelle geplant gewesen sind, ne? Hey, hey, hey. Na, warte, will hier keiner... Du willst nicht mit mir reden? Du vielleicht? Auch nicht. Wow, er war früher ein Soldat. Es ist ein bisschen komisch, wie das im Deutschen übersetzt wird, ne? Ich glaube mal, ihr werdet es mir nicht übernehmen, wenn ich Soldat als Soldier lieber vorlese, weil es vielleicht, oder generell als Soldier lieber nenne, einfach weil es besser passt, ne? Und Avalanche ist also anscheinend eine Organisation, die sich gegen Soldier aufgelehnt hat, ja? Er war ein Soldat. Eben, darf ich nicht weggehen? Darf ich nicht meine eigenen Leute hier in die Scheiße reiten und dann abhauen? Ah ja, ihr habt meinen Namen nicht mitgekriegt, ja. Ich werde für dieses LP natürlich bei den Standardnamen bleiben und in diesem Fall haben wir Cloud. Los geht's. Ja, Cloud. Ganz simpel, ne? Wolke. Ich bin... Ist mir egal, wie du heißt. Ja, passt. Erinnerst mich glatt an etwas, was aus einer Wolke rauskommt, aber ich kann nicht ganz mit dem Finger drauf zeigen, ja? Wir treffen uns auf der Brücke davor, alles klar. Okay. Und was willst du? Trau dir nicht. Solange du mich bezahlst, ist mir alles recht. Barrett, ne? Siehst wirklich aus, als könntest du Sass sein, aber hey. Drück die Richtungstasten und abbrechen. Klar hast du gleichzeitig vorher mit X gekennzeichnet. Aha, damit ich ran kann. Ja, danke Spiel, dass du mir das erklärst. Okay. Aber ich finde es auch interessant, wie hier in diesem Final Fantasy die Gameplay-Grafik in die Cutscenes mit eingeht. Das ist in Final Fantasy 8 auch sehr stark übernommen worden. In Final Fantasy 9 dann etwas weniger. Hast du noch etwas zu sagen? Nein, hast du nicht. Okay. Wie ihr alle nur vor mir wegrennt hier. Intruder. Mein Gott, diese Anzeige kann sogar Intruder sagen, ne? Ja, ihr habt nichts verpasst. Nur noch ein Kampf mit Nummer 2 Soldaten, aber hey, mehr Tränke. Ist immer gut. Na, wo willst du denn? Ich denke mal, wir folgen lieber der Truppe, wo mehr Leute sind. Mensch. Oh, und die Mucke ändert sich. Wird ein bisschen dramatisch auf einmal, ne? Hey, hey, hey. Das ist dein erstes Mal im Reaktor? Ja. Nein, ist es nicht. Für Shinra gearbeitet, hm? Merkt euch das für später. Der Planet ist voller Mako-Energie. Mako ist schlecht? Mhm, na gut, das heißt irgendwann ist ja wie die echte Erde, ne? Nimmt einfach Mako für, weiß nicht, Erdgas oder so. Vielleicht finden wir auch was anderes, womit man die Welt antreiben kann, aber gut. Ach, wir gehen zusammen, ja?
Hey, 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 das heißt, wir haben jetzt einen guten Barrett in der Gruppe. Und was wir hier machen könnten, ist unter anderem auch per... Ups. Ja, ich bin es wirklich nicht mehr gewöhnt, mit Kreis die Sachen zu bestätigen. Aber wie ihr schon sehen könnt, können wir die Leute auch in die hintere Reihe schieben. Aus zwei Gründen, obwohl Barrett eine Distanzwaffe hat, beziehungsweise eine, die Range-Independent ist, möchte ich ihn nicht nach hinten packen. Erstens, weil er einfach ruhig mehr Schaden nehmen soll, damit sein Limit-Break sich schneller füllt. Und zweitens, damit er mehr Schaden kriegt, damit sich ein Limit-Break schneller füllt. Hey, hey, hey. Und du musst uns hier das Tor auf, oder was? Code entziffert. Übrigens, falls ihr jemals die englische Version, die englische Originalversion gespielt haben solltet, merkt ihr, wie viele Rechtschreibfehler und komische Sätze hier drin sind. Ich glaube, in der deutschen war das auch relativ ähnlich, aber nicht so extrem wie dort. Code entziffert. Nice. So macht man hier also Türen auf, ne? Und ich glaube, wir gehen erstmal ganz kurz in diese Richtung, weil ich meine genau, dass wir hier... Och, doch, ich wollte schon sagen... eine Phönixfeder finden. Phönixfedern sind... Oh, komm. Mensch, dieses... Ich muss mich wirklich daran gewöhnen, wieder mit dem Stick zu spielen. Ich muss sagen, bei meinem letzten Run habe ich auf der PSP gespielt. Das war wirklich nicht so nervig irgendwie. Ja, nicht... Das Spiel ist... Ich will es gar nicht schlecht machen. Ich mag Final Fantasy VII. Es ist nicht unbedingt mein Liebstes, aber es ist auf jeden Fall in Ordnung. Drücke die Taste da. Okay, dann fahren wir wohl einfach mal hoch. Aber es ist halt ein bisschen seltsam, wenn man zuletzt Final Fantasy XV gespielt hat. Und dann so ein Gameplay halt wieder hat, ne? Das ist so eine Kleinigkeit. Aber genießen wir es trotzdem. Und dann ist Schluss. Dann stirbt wahrscheinlich alles, was lebt, ne? Achso, na, ich glaube, es ist dann doch dein Problem, weil dann gibt ja auch keine mehr Cash. Da hast du auch keine Jobs mehr, wenn die Erde am Verrecken ist. Mhm. Tut er nicht? Na. Ist ja so nervig wie Lightning am Anfang von Final Fantasy 13, ne? Ich meine, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber... Hm. I see the resemblance. Ja, finde ich nämlich auch. Aber gut, na dann schauen wir mal, wo wir hier wieder rauskommen. Hm, du rennst aber weg, mein Kleiner. Ich glaube, ich wäre... Aha, so schnell hintereinander zwei Kämpfe von mir aus. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich zeige euch mal Barrett im nächsten Kampf. Aber dann mache ich das doch einfach mal jetzt. Und neue Gegner, sehr nice. Alles Metallische, könnt ihr euch auf jeden Fall merken, ist schwach auf Blitz. Und weil wir eigentlich relativ viel MP haben, ist das auch gar kein Ding. Was aber Equipment und Zauber und Materie angeht, werde ich das wohl erst ein bisschen später erklären, wenn es wirklich relevant wird. Für den aktuellen Moment ist das nicht wirklich der Fall. Deswegen merkt euch einfach, dass es Zauber, Materia und Equipment in diesem Spiel gibt. Sehr nice. Und habt ihr das gesehen? Seine Hand ist eine Waffe. Wie cool ist das denn, ha? Aber gut. Mensch, ich renne doch nicht so schnell. Ich bin in dieser Steuerung nicht so fix wie du. Mensch, muss man aber auch sagen, ich meine, das hier sind die Anfänge von 3D-Spielen mehr oder weniger auch gewesen, ne? Das heißt, man hat sehr oft, wie es auch in Grandia ist, einfach einen 2D-Hintergrund und einen 3D-Charakter, der sich darin bewegt. Also, erinnert schon stark an sowas zum Beispiel. Es gab auch Spiele, die etwas anders waren, zum Beispiel Breath of Fire, finde ich, war doch etwas anders, weil da der komplette Stil beibehalten wurde. Aber viele, viele, viele JRPGs sind in diesem Stil hier reingegangen, nicht wahr? Final Fantasy 9 zum Beispiel auch so, die Artworks im Hintergrund sind fantastisch. Und dann habt ihr halt eure 3D-Charakter, die sich in dem 2D-Spiel bewegen können. Es ist halt wirklich typisch PS2 gewesen. Wobei, meine ich ja mehr oder weniger auch Final Fantasy 10 so gewesen ist, ne? Anders als zum Beispiel Grandia 2. Wobei, eigentlich liege ich mit Grandia 1 falsch. Grandia 1 sind nämlich keine Artworks. Grandia kann man ja die Kamera drehen. Ja, mein Fehler. Aber es ist trotzdem 2D-Hintergrund. Aber ist auch egal. Nee, es ist ein... Stimmt, Grandia ist 2D-Charaktere in der 3D-Welt. Also andersrum. Okay, hätten wir das auch geklärt. Nun denn. Na, lässt du mich nicht durch? Hui. Hey, hey, hey. Drücke die OK-Taste vor einer Leiter, um sie festzuhalten. Danach kannst du dich mit den Richtungstasten nach oben und unten bewegen. Das ist gut zu wissen. Bevor wir das machen, glaube ich aber, dass hier irgendwo eigentlich noch was zu holen ist. War hier nicht noch irgendwo eine Potion oder war die unten? Könnte auch sein, dass sie hier unten gewesen ist. Lassen wir das mal kurz sein. Ah, da ist sie ja.
Nein, 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 nein. Ich wusste doch, dass hier was war. Yay. Hey, hey, hey. Drück die OK-Taste vor einer Leiter, um festzustellen. Alles klar, du lässt mich da nicht durch, ne? Gut, dann gehen wir eben weiter nach unten. Soll mir recht sein. Ja, ich wollte schon sagen, weil wenn ich halt schon auf meine Notizen schaue und weiß, hey, hier liegt irgendwo ein Item, dann will ich das auch haben. Aber gut. Ja. Es sieht aber sehr interessant aus. Erinnert mich auch ein bisschen an Dark Chronicle, wenn ich ehrlich bin, hier von dem Sewer-Setting. Also gerade so Abwasserkanäle. Immer, immer die Erinnerung an dieses Spiel. Zumindest für mich. Aber das hier ist ein Savepoint und ich denke, den werden wir ganz kurz auch nutzen und kurz einen Save machen. Und ich sage mal, bis gleich. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir unseren Weg doch einfach mal weiter, ne? Ich meine, wie viel weiter kann es denn bis zu diesem Reaktor noch sein? 1998. Haha, interessante Jahreszahl. Und schaut mal, das hier wollen wir auf jeden Fall haben. Substanz oder Materia, nur so nebenbei. Das war auf jeden Fall Materia. Materia wiederherstellen. Was genau Materia kann und wie man sie koppelt, erkläre ich euch später. Im Moment ist das, wie gesagt, noch nicht unser wichtigster Punkt in dem Spiel. Das wird später super wichtig, aber noch nicht heute. Wenn wir das in die Luft jagen, bleibt nur noch ein Haufen Schrott übrig. Alles klar. Solltest du es nicht machen? Er hatte nur eine Hand. Okay. Oh shit. Sondern? Das heißt, irgendwer kommt, oder wie? Oh mein Gott, er hat sich entschuldigt. Ohoho, vielleicht bist du doch nicht Lightning-männlich. Na, super, fertig. Oh yeah. Es ist Boss-Time und wenn euch diese Boss-Time hier nicht an Final Fantasy 13 erinnert, dann weiß ich auch nicht. Jedenfalls, wir haben als Boss diesen komischen Skorpion hier. Sogar die Attacken sind relativ ähnlich von Final Fantasy 13. Ich kann es gar nicht anders sagen. Aber gut, jedenfalls, die Strategie für diesen Boss, es ist ein typischer Tutorial-Boss, was heißt, dass ihr angreifen möchtet, wenn der Gegner euch das quasi gestattet. Wenn er aber seinen Schwanz in die Höhe streckt, so wie, nein, noch nicht, aber er wird früher oder später seinen Schweif in die Höhe stecken und wenn er das macht, dann wollt ihr nicht mehr angreifen, denn wenn ihr das tut, dann heißt das im Klartext, dass ihr doll zurückgehauen werdet. Und das wollt ihr nicht. Aber gut, solange er das nicht macht, ansonsten können wir auch ein Limit raushauen. Den Mutangriff würde ich gerne machen, will nur kurz warten, ob er seinen Modus ändert. Wenn nicht, dann mache ich das. Na, schauen wir mal. Kommt nicht. Okay, los geht's. Zeig mal deinen Limit Break. Mutangriff. Wie Limit Breaks funktionieren, erkläre ich später noch ein bisschen genauer für euch. Bam, war gar nicht mal schlecht, ne? Skorpionschwanz, haust mir wieder einen rüber, oder was? Das macht mir wirklich gar nicht so viel. Oh, Fug. Na doch, ein bisschen. Na, wie lange hältst du noch aus? Friss das, Bösewicht. Bam. Hast du genug? Ach, nein, ups, 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 ups. Jetzt hat das doch gemacht. Nein, ich habe meine Attacke eingestellt. Nein. Ja. Oh, oh. RIP Barrett, RIP. Oh, das ist fies. Heureka. Ja, das passiert, wenn man zu früh gedrückt hat. Aber hey, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, wir schaffen das auch ohne Potion. Warten wir mal kurz. Jetzt macht das Ding wieder runter, es ist nicht Paarungszeit. Na komm. Na komm. Na gut, nehmen wir vielleicht vorsichtshalber. Nur vorsichtshalber. Wir haben ja genug, ne? Wir haben ja Dicke. Sauber. So, sauber. Der Schwanz ist wieder unten. Dann wirst du geblitzdingst. Der Angriffsfokus kannst du so oft machen, wie du willst. Wir können auch gerne noch den Limit von Barret zeigen, wenn er das wirklich zulässt. Aber schauen wir mal.
Kaboom. Na gut, dann komm her. Mensch, der hat aber verdammt viel mehr Lebenspunkte, als ich es in Erinnerung habe. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe eigentlich gedacht, du stirbst relativ fix. Oh yeah. Bam. Immer noch nicht. Sag mal, bin ich unterlevelt für den Kampf? Na also, dankeschön. Mal schon irgendwie cooler, wie die Bosse in Final Fantasy 6 verpufft sind. Aber ist okay. Sauber. Ja, bisschen XP, warum nicht? Und ein Sturmgewehr, eine neue Waffe für Barret, können wir definitiv gebrauchen. Mehr Damage ist immer gut, ne? Ja, nichts wie weg von hier. Wer weiß, wie lange es noch dauert, bis das ganze Ding in die Luft fliegt. 10 Minuten? Ui, Fug. Alles klar. Aber eigentlich würde ich das ganz gerne noch vorher ausrüsten, wenn wir schon dabei sind, ne? Na komm. Und zwar nimm das Ding. Ihr seht schon, Angriff geht ein bisschen hoch. Nice. Wie wir alle wissen, mehr Angriff ist immer gut. Und ich glaube, dass der Savepoint jetzt... Ja, danke, Spiel. Ich würde sagen, der Savepoint ist eigentlich nicht mehr... Spiel? Ah gut, machen wir den Kampf schnell onscreen. Ich wollte eigentlich sagen, der Savepoint ist nicht mehr da, aber anscheinend ist er doch noch da. In dem Fall können wir da noch ganz schnell safen, denn ich denke, das ist ein wunderbarer Punkt, um den ersten Part zu Final Fantasy 7 zu beenden. Aber werden wir in der Lage sein, innerhalb dieses Zeitlimits beim nächsten Mal zu fliehen? Ja, ich würde sagen, das seht ihr auf jeden Fall dann. Ich bin Sion, sage vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß mit dem ersten Part. Lasst mir doch bitte eure Meinung zum Titel da und ich sage bis dahin und bis dahin. Hallo und vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angeschaut hast. Final Fantasy 7 ist mein viertes Final Fantasy Projekt, was ich jetzt mache. Ich bin super, super froh darüber, wieder ein Turn-Based RPG zu machen. Ein wirklich besonderes eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind. Und falls du aber neu auf meinem Kanal bist und vielleicht Lust hast, noch ein anderes Spiel zu sehen, dann kann ich dir folgende Titel empfehlen. Ansonsten starte ich auch bald in dieser Woche mit meinem neuen Zeit-LP, welches Ys Chronicles 2 sein wird. Falls du Ys Chronicles nicht kennst, aber auch andere JRPGs vielleicht mal eine Chance geben willst, schau doch in mein erstes Projekt. Ys Chronicles habe ich nämlich schon gemacht. Alles klar. Vielen Dank und bis dahin.